Mein Name ist Frank Rommel, ich bin Geschäftsführer der Ottermesser GmbH in Solingen. Die Montagemaschine für Mercator-Messer. Die Klingen werden eingeölt, werden im Griff eingesetzt. Dann kommen dort Nägel rein mit Rundköpfen. Die Nägel werden also kurz angeschlagen, die Feder eingesetzt, die Feder wird gespannt gegen den Griff. Kontrolle. Ein Kunststoffteil rein, eingesetzt, der Ring, alles vernietet. Jetzt schauen nach unten hin, die ganzen Nägel raus. Die werden bei der Ringe abgeschnitten, das passiert jetzt gleich. Wieder drunter, bis unten sind die abgeschnittenen Nägel. Die haben jetzt die richtige Länge, um gleich vernietet zu werden. Der nächste Arbeitsgang ist das Nieten, eine Taumelnietmaschine. Da werden die Köpfe auf der gegenüberliegenden Seite verrundet. Erstmal ist die Maschine nur am Ring. Dann werden die nächsten Nieten verrundet auf der gegenüberliegenden Seite. Besser nachgenietet, damit die seitlich kein Spiel haben und die Klinge wird gesetzt, dass sie mittig vom Griff steht. Jetzt hat man einen Kupferhammer, der die Klinge nicht beschädigt. Sehr schön mittig. Unser Musterbau für Vorrichtungen, wir bauen also unsere Vorrichtungen im Betrieb selber, sehen zu, dass sie viel präziser fertigen können. Und hier zum Beispiel eine Vorrichtung zum Fräsen, damit die Klinge besser hinter eingespannt. So, wird gespannt und wir können hinterher Konturen nachfräsen, damit das nächste extrem exakt aussieht hinterher, wenn es dann halt gefertigt wird. Also die Backenpaare für unsere Messer werden heiß geschmiedet. Ein Paar wird hinterher ausgestanzt und ergibt dann zwei Hälften. Die sind also so vorgeschmiedet und gesandstrahlt.